Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part haben wir Tedmund hier aus seinem Dörfchen entführt, sage ich mal. Warte mal, wir müssen nach da hinten. Und den geben wir jetzt ab, um dann hoffentlich an Fulke ranzukommen, weil die weiß mehr, wo unser verschollener Bruder ist. Das ist ja immer noch unser Hauptziel. Basim begleitet uns wieder. Ich glaube, der ist auch eher hinter unserem Bruder her, als mit uns hier irgendwelche guten Kontakte zu knüpfen. Aber jetzt sind wir erstmal hier und geben ihn ab. Das Ziel muss sich auf dem Boden befinden, weil wir können das nicht von diesem Pferd hier runternehmen. Wahrscheinlich gäbe es irgendwie einen Bug sonst. Ja, ablegen. Hier, bist du happy? Halt, Dänen! Im Namen Elfreds, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertags. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Behalte den hier im Auge, er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Herrn Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Scherger. Ich heiße Scherger. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Bruder Scherger, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du wirst uns zu Tedmund bringen. Es gibt nun einen Weg. Nur einen Weg. Vielleicht sollte ich dich töten. Nein, du wirst uns zu Tedmund bringen. Du kannst noch nützlich sein, Scherger. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 nein. Halt, halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich uns ein anderer Dänenbund anschließt, haben wir die Ablenkung, um ins Innere von Hofeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornir spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hofeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Tu mit ihm, wir nehmen ihn mit uns, ja, weil vielleicht kann er uns nützlich sein. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Okay. Warte mal, warum darf der jetzt frei rumlaufen? Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Ja, das ist manchmal besser. Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel mir nicht. Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornir spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler, ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen, ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah. Irgendwie ist die Renderdistanz ja ganz komisch, kann das sein? Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Ja, ich schaue mal kurz in die Optionen rein. Das machen wir hier mal kurz On-Cam, aber ich habe doch alles auf Schärfentiefe, Bewegungsunschärfe, Weltdichte, Bodenobjekte, sehr hoch.
Ich sehe jetzt nichts, was ich falsch eingestellt haben könnte. Aber gut. Die adaptive Qualität, falls ihr euch fragt, das ist dafür, dass immer die 60 FPS gehalten werden und ihr das Video flüssig sehen könnt. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Den Pfeil nehmen wir mit. Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt zu viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Naja, du bist Tedmund. Tarn Tedmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab. Hey! Lasst uns zwei, ihr eitrigen Pusteln am Arsch eines Schweins! Hört auf zu kläffen, ihr Hunde! Ihr seid nun Sklaven Kents. Na, wo kommt der Sound denn her? Der war ganz komisch. Der hört sich irgendwie blechern an. Tarn Tedmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tedmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hoffeskester. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hoffeskester? Das... nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und ein Däne? Ich bin hier, um den Tarn zu helfen. Du musst dich ehren. Ihr werdet dafür zahlen, was ihr hier getan habt. Nein, du musst dich ehren. Du hältst mich für einen Fremden. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf. Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten, jeden einzelnen von... Verzeih, nein, lass sie hier, gefesselt, als Festmahl für Wölfe und Krähen. Das ist alles, ihr könnt gehen. Husch! Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh, schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug, ein Anführer zu werden. Jetzt übertreib's mal nicht. Ja, beeilt euch, Männer! Warme Schinkel und Ale warten uns! Kommt schon, ihr Faulpelze! Okay, der Sound von dem Typen ist ganz komisch. Ich habe keine Ahnung, wo das aufgenommen wurde. Oder ob der irgendwo anders sein sollte, aber gut. Ich muss sie befreien. Hab Dank! Mögen die Götter dir Glück gewähren. Ja, das hoffe ich auch. Oh, den anderen durften wir gar nicht befreien. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hofeskester und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsexe, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenaforgier. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsexe einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter. Wir brauchen Schiffe, Runa. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts. Doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hofeskesters Mauern. Ich entferne sie. Dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstung der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenaforgier werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen. Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofeskester auf. Mit den Schiffen. Wir sollten ab Kühnebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du.
Ich werde dir sagen, wo du ihn treffen sollst. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut, das gibt uns Zeit zu trinken. Wo war denn nochmal Oxnafotzke und wer war, Gedrick? Du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das Leben eines Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht mal Heitern? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Ohne Sigurd wäre ich. Ich hätte... Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude. Sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Schön gesagt. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid. Bassi. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Passiert leider häufiger. Kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Kannst du alles verlieren. True. Er hat mir alles genommen. Nein, dein Leben hast du noch. Alles. Das ist nicht ganz richtig. Aber ich weiß, wie er es meint. Okay, der Mann hinter der hinter dem Mann. Hofes Kester wird eine harte Nuss. Bereiten wir uns vor. Ich glaube nicht, dass das eine harte Nuss wird. Das kann ich auch alleine machen. So, wir haben wieder Fähigkeitspunkte. Was wollte ich denn? Gab es eigentlich mal eine Fähigkeit, wo ich sagte, yo, achso, warte mal, jetzt können wir die hier mal freischalten. Startet den Kampf. Ich dachte, das habe ich schon mal gemacht. Vielleicht wollte ich es mal so. Und dann hier Pfeilsammler. Und das hier braucht keiner. Entscheide ich so. So, ich habe noch 4. Wir können alles. Ich glaube, das wollte ich, gell? Kettenattentat. Wirft nach einem erfolgreichen Attentat eine Axt auf einen zweiten Gegner. Das machen wir. Und das hier. Sehr schön. Hier haben wir auch noch Attentatschaden und Fähigkeitsschaden. Nehmen wir mit, Leute. Da kennen wir nichts. So, wir haben wieder einen Adrenalinbalken, also mehr. Entferne die Seekette. Ist das die Mauer? Also die Burg, die wir einnehmen sollen? Ich glaube ja fast. Ah, doch, vielleicht schon. Hallo. Okay, wir dürfen hier vorbeireiten. Vielleicht waren wir oder sahen wir auch einfach nicht wichtig genug aus. Aber die Festung, die kriegen wir doch locker eingenommen. Sagte er jetzt noch. Ach, vielleicht. Ist das die? Ach, hier sind die Ketten zumindest. Ja, vielleicht ist es auch die Mauer. Ich habe keine Ahnung. So, pass auf. So, wir müssen nach da drüben anscheinend. Wir haben schon mal so Ketten entfernt. Das war einmal am Anfang, als wir nach Englerland gekommen sind. Das müsste so Part 7 oder so gewesen sein. Das ist schon eine wirklich, wirklich lange Zeit her. Aber ich finde es cool, dass es sowas nochmal gibt. Wirklich, weil das wirkt nicht so wie Copy und Paste. Das hat
Hatte, glaube ich, noch keinen Assassin's Creed-Teil auch davor. Haben wir hier Wachen? Natürlich haben wir hier Wachen. Warum denn auch nicht? So, wo ist der Schlüssel? Da hinten, bei dem Typen. Ich muss mich durchkämpfen und die Kette beseitigen, damit unsere Schiffe flussaufwärts kommen. Da müssen wir uns wirklich durchkämpfen. Vielleicht können wir auch einfach uns durchschießen. So, pass auf. Können wir nicht einfach... Ja, ich weiß nicht, wenn wir den so niedermachen. Was macht er jetzt? Wir beobachten kurz mal. Aber, okay, hier ging's durch. Okay, hier ist Ende dann. Das heißt, wir könnten den Ausgang hier benutzen. Wenn wir hier reingehen. Haben wir noch irgendwo eine Wache, die wir ganz einfach auslocken können? Eigentlich dich. Dann machst du auf jeden Fall schon mal später kein Problem. Oh. Mehr. Was geht jetzt bei denen ab? Moment. Huch. Gut. Runter. Ja, shit, der wacht jetzt wieder auf, natürlich. Huch. Ah, okay. Okay, dann kämpfen wir uns halt durch. Ja, ich stelle mich dir. So, wer hat da geschossen? Du? Ja, Mann, du kannst aber auch einem leid tun. Mhm. Die wissen auf jeden Fall, wie es funktioniert. Hi, bist du der mit dem Schlüssel? Du bist der mit dem Schlüssel. Warte doch mal kurz. So, Moment. Eichangriff. Easy. Plündern. So, dann nehmen wir das hier noch alles mit. Proviant. Braucht mir gerade nicht. Und können hier rin. Ach ne, warte mal. Wir müssen auf der anderen Seite rein, gell? Wohl verriegelt. Ja, dann gehen wir auf die andere Seite. Keine Ahnung, warum man da zwei Seiten, einmal mit so einem Mechanismus und einmal mit so einem hat, aber gut. Wie dem auch sei. Hier können wir einfach das mal kurz machen. Jetzt müssen wir anscheinend nach oben, würde ich sagen. Weil was anderes sehe ich gerade nicht als Weg. Und ich denke mal, dass wir dann dort hinten rüberkommen. Nee, hä? Okay, oh, hier können wir auch rein. Ah, interessant. Jetzt ist nur die Frage, wir haben den Schlüssel. Das heißt, es geht hier wahrscheinlich weiter. Bin ich blind? Oder gibt es noch irgendwo ein anderes, woanders ein Schloss dafür? Hier kommen wir nicht durch? Ich bin wahrscheinlich blind, wirklich. Wüsste auch nicht. Also hier kommen wir unten rein, okay. Gibt es hier noch irgendwo anders Untergrund? Ich bin wahrscheinlich wieder absolut lost und jeder denkt sich, der das sieht. Oh nein, wie kann er nur? Genau so mit der Betonung. Oh nein. Wo könnte es noch reingehen? Da hinten vielleicht? Ja, achso, hier ist so ein. Na, eigentlich macht das keinen Sinn. Komm, wir gehen da nochmal rein. Ach, warte mal. Ja, wir haben es ja. Ah. Ja, ich war wirklich lost. Jetzt haben wir es ja durchgeschossen. Das heißt, wir können da rein. Ja, dann mach halt das hier. Und dann das hier, meine ich. Und jetzt ist die Kette kein Problem mehr. Nun, da die Kette aus dem Weg ist, kommen Gedrick und die Schiffe durch.
sammle dich mit deinem Verbündeten und dann geht's wahrscheinlich wieder drauf los auf die Stadt. Jetzt müssen wir erstmal wieder rauskommen. Kannst du, danke. So, mit Reichtum, ja, kommen wir so okay hinterher. Wo müssen wir lang dahin? War hier nicht noch eine Wache? Ich dachte, doch, hier war die, gell? Oder habe ich mir jetzt eine Wache eingebildet? Dann geht's aber los. Dann soll ich mir wirklich Gedanken machen. Boah, wir haben... Jetzt haben wir mittlerweile 4 Adrenalinbalken. Das ist ganz geil. Das gefällt mir. So. Mal gucken, wie weit wir noch in den Missionen... bei der Mission heute kommen. Also in dem Part. Wollen wir uns da... Oh, guck... Nee, hä? Das ist nicht... Ich dachte, das wäre der Ort da oben, wo wir uns treffen. Das ist aber viel zu weit weg. Hi. Oh mein... Kann mein Pferd eigentlich sterben? Ja, kann es anscheinend, weil ich habe dem gerade Schaden gemacht. So, warte. So, easy. Und der nächste. Wolf. Geile Wolfslasagne erstmal heute Abend. nein, natürlich. Natürlich nicht. Hallo, wer bist du? Sollen wir den kennen? Eivor, wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmer. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Okay. Wir graben uns ein. Sei gegrüßt, alter Freund. Als ich die Gelegenheit Ach, das war Gedrick. Eine Axt in den Boden von West Saxe zu rammen, hast du an mich gedacht. Welch Ehre. Ist alles vorbereitet, Eivor? Sind wir bereit, Hofes Kester einzunehmen? Ich glaube, wir sind bereit, oder? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ruft unser Heer zusammen. Zerren wir diese Maus aus ihrem Loch. Feste von Hofesgier. Ach, jetzt auf einmal ist das Tor zu. Vorhin war das noch offen. Und hier kommen wir jetzt mit den Dingen hin. Okay, bricht durch das Tor. Ach, wir müssen wieder einen Rambock benutzen. Ich habe ja gehofft, dass das nicht so wieder läuft. Ja, pass auf, bevor... Oh, bevor wir das so machen, gehen wir mal kurz hier hoch. Und kümmern uns mal kurz um die Fernkämpfer. Weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Gebe ich euch ehrlich, So, wir kümmern uns da mal kurz drum. Au. Was folgt mir nach? Das ist aber... Macht das Sinn? Haben wir es jetzt? Au. Au. Okay, pass auf. Okay, wir gucken mal. Machen die jetzt eigentlich das Tor da unten? Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen viel vielleicht. Wie viele kann das Spiel eigentlich gleichzeitig befehligen? Ich frag für einen Freund. Au, 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 au. Ich glaube, da kommen unendlich nach, oder? Aber... Oh. Waffe werfen. So. Ja, ich glaube, da kommen unendlich nach. Aber kann ich sowas wie dieses... Au. Kann ich das sabotieren? Waffe werfen? Nein. Au. Pass mal auf. So, wir gehen hier runter. Ah, das Schild, das hält. Oh.
Lol, ist der wirklich hinterhergerannt? Dumm. Dummer die Gegner. Oh. Nein. Ja. So, ich glaube, jetzt kann nichts mehr passieren, oder? C? Okay, geh runter. So. Jetzt gib mal eins her. Ich mache auch mal mit. So, pass auf. Jetzt noch einmal, glaube ich. Lang kann das nicht mehr halten. Warum sehen wir eigentlich so komisch gerade aus? Guck mal. Hä? Gegen seine Dornendinger? Hä? Sind es unsere Leute oder warum brennen die? Was ist denn da passiert? Ich glaube wirklich, das sind unsere. So, Moment. Wir nehmen kurz. Au, nein. So. Bitte? Huch, was ist denn da passiert? Hä? Gerade eben ist es doch auch nicht explodiert. Was war denn, hä? Ich verstehe wirklich gerade nicht, was passiert ist. Ach so, oder wahrscheinlich wegen dem anderen Feuer, gell? Das kann... Ah, guck mal, wir haben Zucker hier gespeichert, das ist schön. So, wir gehen gleich mal da hoch. Und ich werfe gleich mal eine Fackel da hoch. Eigentlich ist das so die perfekte... So, hi. Aua. So. Hä? Und der hat jetzt überlebt? So, zack. Nochmal so eine Fackel hinterher. So, damit haben wir zerstört die brennenden Ölkessel. Ach, da hinten auch noch. Also manchmal sind die anscheinend ein bisschen random, wie man da durchkommt. Aber... Moin. Okay. Oh, guck mal, da ist Basim. Der freut sich sicher. Bitte, hat der gerade stinkender Bastard zu mir gesagt? So. Ich glaube, da war auch jemand. Oh, hallo? Hallo? So, ich glaube, das da hinten geht automatisch kaputt, oder? Da sollte ich ganz schnell weg. So, wir gehen da hoch. Wir gehen da hoch, meine ich natürlich. Nein, war, ich will da hoch, Hilfe. Ja, komm, hier. So. Gut, aber das ist ein cooles System mit den Mauerdingern. Oh, das war dumm. Hallo. Aua. Hey, das ist frech. So, habt das jetzt? Okay. Okay, wir machen erstmal das. Weil Schilder können wir gar nicht gebrauchen. So, nehmen die Pfeile wieder mit und dann zerstöre den brennenden Ölkessel. Huch. So. Okay, ich würde sagen... Achso, hier unten ist noch eine.
Ja, ich glaube, du brennst zwar jetzt nicht mehr so schön, aber okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle mal Schluss für den Part. Machen wir mal Schluss für den Part, weil sonst kommen wir zu schnell in die Überlänge und dann haben wir ein super Finale fürs Ende im nächsten Part. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Tschüss.